Da ich jetzt auch faltbare Reifen verkaufe, wollte ich euch schnell mal zeigen, wie man diese Reifen aufhaltet und wieder zufaltet. Das allererste Wichtige ist, dass wenn ich sie euch mitgebe oder verkaufe, dass die quasi sicher verschlossen sind, das heißt, diese Teile nicht auseinandergehen. Das heißt, bevor wir jetzt irgendwie dran rumziehen, müssen wir diese Sicherung erstmal rausnehmen. Das Wichtige ist erstmal, dass wir gucken, wo die Verbindungsstücke sind. Das sind die spezial markierten Teile hier beide. Die müssen zusammen sein auf einer Seite. Und die gucken von uns weg. Jetzt drücken wir die eine Seite vorsichtig unter die andere. Macht es wirklich vorsichtig, damit ihr nicht irgendwie das Tape kaputt macht. Die Verbindungsteile sind hier. Und dann falten wir es einfach auf wie eine 8. Jetzt greifen wir mit der einen Hand unter das Verbindungsteil und mit der anderen drüber. So sieht das aus. Und falten den Reifen auf. Ein bisschen Kraft muss man anwenden. Vor allem die ersten Male, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür, wie genau man den aufhaltet, wie viel Kraft man aufwenden muss. Und es geht einfach. Wir bleiben mit der einen Hand unter dem Verbindungsteil und mit der anderen Hand drüber. Und gucken jetzt, dass wir es gerade kriegen. Das heißt, wir drücken den so ein bisschen, als würden wir einen Lumpen ausbringen. Gucken, ob er gerade ist. Nicht ganz. Und dann können wir damit spielen. War kein Platz hier zum Spielen. So. Dann greifen wir, um ihn wieder zusammenzufalten, wieder mit der einen Hand unter das Verbindungsteil, mit der anderen drüber. Und drücken ihn jetzt so wieder in die 8 zusammen. So. Das heißt, es ist so eine Bewegung. Dann, wenn wir ihn zusammengefaltet haben, drücken wir ihn von uns weg. In die 8 rein. Und jetzt müssen wir die Sicherung wieder reinmachen, weil ansonsten geht er so auseinander. Das heißt, wir müssen vorsichtig wieder den einen Ring unter den anderen hindurchschieben. Vorsichtig, damit ihr wieder das Taping nicht allzu sehr strapaziert. So, und jetzt ist er wieder zusammengefaltet und sicher. Viel Spaß damit!